Willkommen in Schwelm. Schließen Sie die Fahrt nach Wuppertal ab, dann beenden Sie den Dienst und fahren zum Wuppertal Langenfeld Betriebswerk. Und damit ja, noch relativ vollgelecktes Hallo. Okay, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ja. Lag mit A und nicht mit ECK. So. Dann stecken wir mal den Richtungswender ein. Ups und. Ach so, neutral erst, okay. Auf neutral. Das wollte ich nicht. Dann entriegeln wir die Türen. Links. Fahrend. Warum da jetzt der Unterschied ist? Haben wir Licht? Wir haben Licht. Perfekt. Genau, dann brauchen wir hier hinten noch. PZB und SIFA. Ja. Dann verriegeln wir die Türen wieder. Schalten Richtungswende auf vorwärts. Und geben Gas. Bzw. geben Schub. Nächster Halt. Oh Gott, man sieht auch schon wieder so wenig. Nächster Halt, Schwelm West um 22.46 Uhr. Also eigentlich jetzt. Aber wir sind noch in Überwachung, von daher problematisch. Aber da kommen wir jetzt da raus und dann können wir auch. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Boah, täuscht das oder ich sehe ja fast gar nichts. Das Problem ist jetzt gerade überhaupt nicht mal mehr, wo der da, okay. Gut, zeitlich gesehen haben wir schon mal ein bisschen Rückstand. Muss man auch wieder an den Bremsen hier gewöhnen. Zuletzt haben wir mit der BR185.5 gefahren. Hatten wir auch schön weit vorne, auch wenn wir eine Minute zu spät sind. Dann öffnen wir die Türen. Und dann kann ich währenddessen auch nochmal den Kontrast höher stellen, weil ich das Gefühl habe, ich sehe gar nicht mal mehr die Strecke. Vielleicht sehe ich es einfach nicht, weil es dunkel ist. Dann wollen wir die Türen wieder verriegeln. Und Abfahrt nach Wuppertal Langenfeld, wo wir mittlerweile schon sein müssten. Ja, zeitlich gesehen fahre ich mal wieder super. Es geht bergab.
geht ganz gut bergab. Gegenzug wahrscheinlich ist das auch die letzte S-Bahn. Also laut Szenario fahren wir die letzte S-Bahn. Von daher wird es vermutlich der Gegenzug sein. Ja, die 50 Kilometer schon, und ich habe mich schon gesehen. Keine Sorge. Oh, ist aber ein schöner Bahnhof hier. Schön ordentlich beleuchtet. Eieieiei. Sind wir spät dran, holy shit. Türen schließen. Und kurz vor Wuppertal Oberbarmen scheinen wir, ich vermute es einfach mal, ohne Strecke zu kennen. Okay, wir sind jetzt in der Vollüberwachung von 45 Kilometer pro Stunde. Scheint es einen Gleiswechsel zu geben. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Alles andere macht für mich zumindest gerade keinen Sinn. Von der Logik her. Beziehungsweise von meiner Logik her. Muss natürlich nichts heißen. Denn ich bin alles andere als ein Profi. Gut, zeitlich gesehen halten wir unsere Minute ungefähr an Verspätung ein. Ist ja auch schon mal was, ne? Die letzte S-Bahn aus der Gegenrichtung kommt uns garantiert noch entgegen. Oh, das sind alles gerade die letzten. Wer weiß? Wer weiß das schon? Also eins weiß ich auf jeden Fall. Wir sind der König der kleinen Verspätung. Aber gut, das liegt, beziehungsweise lag auch vielleicht, beziehungsweise liegt und lag, vielleicht auch am Anfang des Szenarios, dass wir da halt diese, ja, hier, ne, 10% Gedöns und dann, hoppala, und dann halt, direkt in eine Zwangs, in eine Vollüberwachung reingekommen sind. Dann verriegeln wir die Türen. Und versuchen jetzt ein bisschen flotter wieder voranzukommen. Ein bisschen Zeit gut zu machen. Falls es überhaupt möglich ist. Versteht sich. Nächste halt Wuppertal Barmen. Okay. Pff. Falls es überhaupt möglich ist. Wenn den Stoff eine Minute da sein soll, meine Güte. Jetzt haben wir auch nur eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Die zwischen Wuppertal. Oh Gott. Die zwischen Wuppertal Barmen und scheinbar Wuppertal Unterbarmen nochmal geringer wird. Das quasi nochmal beschränkter wird.
Um 10 Kilometer pro Stunde. Die Bremsen sind ja eigentlich relativ gut, ne? Da können wir ja auch 500 ein bisschen erst anfangen. Erst leicht und dann wieder ein bisschen stärker. Wie gesagt, das ist halt wieder eine Umstellung. Von doch etwas anders fahrenden, muss ich verhaltenen Fahrzeugen. Wie der, aua. Wie der BR 185.5 mit Güterzügen, mit Waggons hinten drin. Mit Güterwaggons, so, meine Güte. Dann wollen wir mal die Türen wieder verriegeln. Und weiter Richtung Unterbarm. Okay, noch nicht bei zwischen Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Unterbarmen, sondern erst nach Wuppertal-Unterbarmen geht es vermutlich andersweitig voran. Wir sollen in Wuppertal-Unterbarmen sein von einer halben Minute. Aber Verspätung können wir ja mittlerweile. Es wird ja schon langsam zu unserem Steckenpferd, was S-Bahn-Verkehr betrifft. Aber gut. Ist halt wie es ist, ne? Man kann es halt immer nur wieder weiter probieren, immer wieder möglichst Zeit genau zu fahren. Wollen wir unter Baum halten? Schön, wie manche Sachen gar nicht wirklich laden. Am Bahnsteig. Zumindest sah es aus, als ob die Zigaretten-Dinger da nicht wirklich geladen sind. Ah, perfekt, 500 Punkte fürs Halten. So würde ich das sehen. Wollen wir den schon wieder verriegeln. Und mit mehr beschränkter Geschwindigkeit. Weiter Richtung Wuppertal Hauptbahnhof fahren. Wo endet die Fahrt nochmal gleich? Ich hab's wieder vergessen. In Wuppertal Hauptbahnhof. Mehr oder weniger. Das ist zumindest der letzte planmäßige Halt. Ja. Ja, ist er gut. Meine Güte. Achte mal einmal nicht auf die Signale und dann, das war wieder einmal zu viel. Nun gut. Zu spät wären wir sowieso gewesen. Von daher alles halb so wild. Ein
Müssen wir gleich das Führer auswechseln? Sonnige Wetter machen wir nochmal fertig hier. Wieder so warm. Lassen wir die Passagiere nochmal einsteigen und fahren dann mehr oder minder gemütlich zum Betriebshof. Eigentlich haben wir sie ja eher aussteigen lassen, aber egal. So, dann schneiden wir den Richtungswender auf. Aus und entfernen den Schlüssel. Machen die Bremse auf 0. Gute Arbeit. Wechseln Sie die Enden und fahren Sie den Zug leer wieder ins Betriebswerk. Ja. Dafür steigen wir selbstverständlich aus, weil das am einfachsten ist und gehen nach hinten. Was halt schade ist, man wartet gefühlt 3 Minuten, bis die alle ausgestiegen sind und sind sie halt nicht. Naja, egal. So, dann den Schlüssel, den Generalschlüssel rein. Richtungswende auf vorwärts. Und Leistungsregler. PZB isolieren. Der Lichtstrahl hätten wir vielleicht beim anderen nochmal umändern sollen auf Rücklichter, aber egal, jetzt zu spät. Oh Gott. Ja, zu spät, egal. Tun wir mal so, als ob wir es nicht vergessen hätten. Praktisch ist natürlich, dass wir jetzt nicht den zeitlichen Aspekt mehr haben. Dreißig Abfahrt. Ja, man steht nach 5,65 Kilometer hin zurückzulegen. 7.000 Punkte haben wir, okay.
Bin ja mal gespannt, was für eine Medaille das wird. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder dieses Szenario, aber auf jeden Fall das nächste Szenario, keine Goldmedaille werden wird. Falls noch jemand steht. Es geht bergauf, dann können wir uns noch ein bisschen ausrollen lassen, wobei es geht gleich doch schon drastisch runter. Kann man schon mal vorher runterbremsen. Da wir die letzte S-Bahn sind für den Tag, würden wir nur den Güterweg im Weg stehen. Den Güterzugverkehr im Weg stehen. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob das so eine gute Idee ist, hier gleich danach nochmal aufzunehmen. Wieder komplett über die komplette Bahn rüber. Nun. Scheinwerferlicht, also. So, hier steil bergauf. Gut, wir sind ja jetzt auch fast gleich da. Hat mal wieder länger gedauert, oder wird mal wieder länger gedauert haben als als es laut Szenario hätte sein sollen, aber gut.
Ob wir nochmal ankommen? Meine Güte. Okay, aber stell dich mal sitzen, dann besitze ich noch gar nicht so lange. Wunderbar. Die laufen 0, dann müssen wir den Generalschuss rausnehmen. Die Batterie stoppen. Und das war's, glaube ich. Gut gemacht, Zeit für eine gute Nachtruhe. Schiff unlocked, wunderbar. Okay, eine Silbermedaille habe ich schon fast mit gerechnet. Neues Level mit der BR422. Und ja, auf die anderen beiden Sachen habe ich gerade gar nicht mehr ganz so genau geachtet. Zeit für 32,5 Minuten. 32,5 Minuten, doch. Anstelle von 25 Minuten, holde die Welt. Zurückgelegte Entfernung 18,13 Kilometer. Und wir haben 8171 Punkte bekommen und eine Silbermedaille. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Entweder von der Strecke Hauptstrecke. Entweder vom oder auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Ein Video hier von Schweinsteiger World oder ein anderes Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.